mein schönstes Tor. War halt in Schweden. Wir haben gewonnen halt 3-1. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann so von 20 Meter halt einfach mal drauf geschossen und dann war der drin auf einmal. Habe ich mich sehr gefreut drüber. Seitfallzieher-Tor. War vor kurzem noch, ich weiß gar nicht, gegen wen er wieder gespielt, Holstein Kiel, glaube ich. Da habe ich einen Ball gekriegt, der ist über mich drüber geflogen, habe ich kaum gesehen. Dann musste ich so, da habe ich den so schön mitgenommen, ja. Ah doch, ich habe mein schönstes, jetzt habe ich es. Beim Hallenturnier in Jöllenbeck, das ist so ein internationales Turnier für Frauenfußball. Und da habe ich mal ausnahmsweise, hat Stege irgendwie eine Flanke oder so gemacht in der Halle, was auch schon ungewöhnlich ist. Und da habe ich ein Seitfallzieher-Tor gemacht. Das war, glaube ich, das einzige Hallentor, was ich je gemacht habe. In der Bundesliga-Mannschaft. Außer Schönste. Montag, 18 Uhr in Rheine. Eine Gruppe junger Frauen macht sich abendfein. Von dieser Garderobe träumen auch Millionen Jungen, ein Bundesliga-Dress. Die hier sind vom FFC Heike Rheine, dem ersten selbstständigen Frauenfußballverein in NRW. Die meisten von ihnen, gerade mal zwischen 16 und Anfang 20, entsprechend sorgfältig fallen die Trainingsvorbereitungen aus. Herren bevorzugen übrigens reichlich Gel. Schön spielen können sie natürlich auch. Heike Rheine ist für seine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt. Viele Spielerinnen gehen noch zur Schule oder studieren. Ein Profivertrag hat hier niemand. Wer langfristig Damen-Bundesliga spielen will, muss nebenher arbeiten. Zusätzlich stehen heute Abend 2x90 Minuten Training auf dem Programm. Und bei diesem Pensum ist das Aussehen nur noch am Anfang interessant. Ich würde sagen, da gibt es auch zwei unterschiedliche. So, eine, die sagen, ja, scheißegal, wie ich aussehe. Manche halt, die legen halt ein bisschen mehr Wert so aufs Äußere. Von daher, also ich möchte hier nicht so rumlaufen wie so ein Lumpi. So. Nee, von daher. Typisch Frau? Ja, so ein bisschen schon. Auf dem Platz stehen die Mädels den Herren jedenfalls in nichts nach. Vielleicht nicht ganz so athletisch, dafür aber topfit in Sachen Technik und Taktik. Die meisten Spielerinnen haben in gemischten Mannschaften mit Fußballspielen begonnen. Die Anerkennung ihrer männlichen Mitspieler erkämpfen sie sich auf höchst unterschiedliche Weise. Ich fiel anfangs eigentlich gar nicht auf. Ich hatte mal sehr kurze Haare, mal so ein Igelschnitt, der war damals unheimlich in. Und das fiel die meisten gar nicht aus. Das erste wirklich schlimme Erlebnis war eigentlich, ich habe mich auch mit den Jungs umgezogen. Damals in der Jugend hat man ja noch nicht geduscht, sondern eher zu Hause. Aber umziehen war ja kein Problem. Und wir haben gegen eine türkische Mannschaft gespielt aus Rheine. Und die haben dann mitbekommen, dass ich Mädchen bin. Und das ist denen dann unangenehm gewesen, sich mit Mädchen in der Umkleide umzuziehen. Und die sind dann alle rausgerannt. Da stand ich dann zum ersten Mal und habe gedacht, meine Jungs sind nicht so. Am Anfang habe ich auch gedacht, als ich in eine Jungenmannschaft gegangen bin, Hauptsache, die spielen mich an und nehmen mich halt gut auf und so, aber das war gar kein Problem eigentlich. Ich kannte da auch viele so von der Schule, Grundschule und so, von daher war das gar kein Problem. Damals das erste Mal so die Fußballschuhe angeschnallt habe. In meiner Schuhgröße gab es damals noch gar keine Fußballschuhe. Da musste ich noch alte Turnschläppchen anziehen. War das schon was Außergewöhnliches, weil da hieß es dann immer, ich habe damals in Gellendorf gespielt, ah, da sind die Gellendorfer, die kommen wieder mit einem Vibe an. Aber ja, nachdem die Spielzeit dann rum war, sind sie halt mucksmäuschenstill geworden. Also da hat das Vibe dann doch wohl gezeigt, dass auch Mädchen oder Frauen Fußball spielen können. Einige gibt es schon, die sich dann auch wundern, Frauen und Fußball, passt ja eigentlich nicht zusammen. Aber letztendlich ist das einfach eine interessante Sache. Und ich denke auch, dass sie dann eben auch das akzeptieren, dass eben auch Frauen gerne Fußball spielen wollen. Und das dann teilweise auch, ja, auch vielleicht auch bewundern, dass man das so trotzdem durchsetzt. Ich erzähle das gar nicht so wirklich, ne? Ich halte mich lieber zurück. Ich will das gar nicht, dass das irgendeiner weiß. Und so unbedingt, ich bin halt sehr bescheiden. Warum? Weiß ich nicht. Hast du Angst vor Star-Rummel oder? Ach nein, ist ja bestimmt nicht so im Frauenfußball, aber meine besten Freunde wissen das halt und ja, ich denke, das reicht auch. Muss halt nicht jeder wissen, finde ich.
Berühmt geworden ist die Gründungself von Heike Reine im Pokalfinale von Berlin 1998. Und Pokalspiele, weiß man ja, ist bei den Frauen was ganz Besonderes. Riesiges Stadion, viele Zuschauer und auch am Fernseher. Und das ist natürlich eine Sache, die man gerne erleben möchte. Wenn man normale Bundesligaspiele hat, hat man nie die Chance, so viele Zuschauer zu bekommen. Das Spiel findet wie jedes Jahr vor dem Finale der Herren statt. Volle Ränge motivieren die Rheinenser Spielerinnen nicht nur auf dem Platz. Damals läuft man noch als Frauensparte von Eintracht Rheine auf, will aber in Zukunft kein Anhängsel mehr sein und beschließt die Gründung von Heike Reine. Den Kampf um die Selbstständigkeit gewinnt man. Auf dem Platz beginnt die Geschichte von Heike Reine allerdings mit einer Niederlage. Doch das ist schnell vergessen. Zum ersten Mal ist Reine deutschlandweit ein Thema. Ja, das war auch schon. Berlin war auch toll, aber waren wir stolz. Ja. Oh, ja, sicher. Endspiel. Dankeschön. Sehr. Ich bin noch mal ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Publikum da ist. Wenn erst die Frauen spielen, dann sieht man doch, ach Mist, kommen doch nicht so viele Zuschauer dann. Dennoch, ein kleines bisschen hat Heike Reine das Städtchen schon verändert. Ich? Nee. Ich stolperte über eigene Füße. Nee, bei mir nicht. Zu meiner Zeit, um Gottes Willen. Das war doch von zu Hause gar nicht erlaubt, dass wir als Mädchen Fußball spielen sollten. Das gehörte sich doch nicht. Ich bin ja auch schon. Die ganze Stadt müsste stolz drauf sein. Und ist auch zum Teil. Denn die Stadt Rheine kann im Endeffekt keinen besseren Werbeträger kriegen wie Heike Reine. Ja, das stimmt. Für Reine selbst ist Heike das beste Aushängeschild. Eine 70.000 Einwohnerstadt im Münsterland. Wer hierher kommt, spielt für ein paar hundert Euro. Große Firmen, die als Sponsor auftreten könnten, gibt es kaum. Und rein sportlich ist Reiten hier die Nummer eins. In der strukturschwachen Region ist der Verein auf findige Talentsucher angewiesen. Wenn man das jetzt auf das Thema Fußball reduziert oder sieht, ist es mit Sicherheit eine Falle, weil es, denke ich, schon schwierig ist, junge Spielerinnen aufs Dorf zu locken, als in eine Großstadt rein. Vor allen Dingen auch in ein Dorf, wo es jetzt fußballmäßig finanziell nicht viel zu verdienen gibt. Wenn da natürlich irgendwie junge Talente von großen, renommierten Vereinen der Damen-Bundesliga angesprochen werden, dann ist es natürlich schwierig für uns, da halt Paroli zu bieten. Vom Bundesliga-Komfort der Herren kann man in Rheine daher nur träumen. Ich komme aus Recklinghausen. Wie lange fährt man da? Ich fahre Stunde bis anderthalb. Also unterschiedlich, je nachdem wie wir durchkommen und ja. Pro Weg? Ja, pro Weg. Also 3 Stunden insgesamt? Richtig, ja. Wie oft trainiert ihr die Woche? 3-mal. Ist schon ein richtiger Zeitaufwand, ja. Wir spielen ja nicht des Geldes wegen, sondern wir spielen, weil wir gerne Fußball spielen. Und wir wollen halt möglichst hoch spielen und uns auch gegen die ganz guten Mannschaften messen. Und das ist unser Ziel. Also das ist einfach unser Ehrgeiz. Und ja, wenn man den nicht hat, dann sollte man das Ganze lassen. Ganz groß, das sind die Damen des HSV, gegen die Heike Reine im Achtelfinale des DFB-Pokals antritt. Unter Führung ihrer erfahrenen Kapitänin können die jungen Talente den Großstädtern lange trotzen, kämpfen sich nach 0:2 Rückstand noch auf ein 1:2 heran. Motivationshilfen von der Bank und ein allerletztes Aufbäumen. Doch in der hektischen Schlussphase schwinden die Kräfte. Heike Reine verliert. Aus der Traum, wieder einmal vor vollem Haus zu spielen. Zumindest für dieses Jahr. Ja, ich möchte halt in die A-Nation kommen. Ich spiele ja jetzt U19 schon und ja, ich hoffe, dass ich dann den Sprung in die A-Nation dann schaffe und dann halt Europameister, Weltmeister. Das wäre schon schön.